Ja, bitte, Silvia am Telefon. Hallo. Wer ist denn da? Ich heiße Nils Maximilian Bartels. Sie sind gerade nicht zu Hause, stimmt's? Ja. Warte mal, Daniel, brauchst nicht mehr klingeln, die ist nicht da. Was möchtest du denn bei mir? Ihre Garagentür ist ja offen. Wie, meine Garagentür ist offen? Die habe ich da abgeschlossen heute Morgen. Nee, die steht auf. Ach. Und da sind noch lauter Raketen drin. Ja. Da wollte ich mal fragen, ob wir da welche haben dürfen. Du bist doch noch ganz klein, du darfst doch da gar nicht ran an die Raketen. Ja, aber ich habe einen Daniel dabei, der ist schon 12. Ja, der darf da auch nicht ran. Daniel, auch wenn dann... warte mal, nein. Ich frage erst. Nee, nicht. Was? Das kannst du nicht machen, du kannst aber gehen in so einen Drogeriemarkt und dann kannst du dir ein paar Knallerbsen kaufen. Ist du bist zu lasch. Du kannst doch eine Papiertüte aufblasen. Was? Na, das geht aber nicht. Guck mal, außerdem gehören die mir und da habe ich auch Geld für bezahlt und da kann ich nicht die einfach verschenken. Die war gerade blau. Das geht nicht. Mach die Finger, da kannst du dir ganz doll wehtun. Mach das nicht. Hallo. Die war gib rot. Gib mir mal den Daniel. Was? Oh. Hallo. Das war ein Böller. Das darfst du nicht machen. Hör mal auf. Doch, nein, die Rakete. Guck mal, jetzt geh mal zu dem Daniel und sag mal, der kann sich da ganz doll wehtun. Und wenn er aufhört damit, dann kann er morgen nochmal kommen und dann kriegt er ganz viel Schokolade von mir. Es kommen echt nur rote und grüne. Nicht das machen. Das geht doch nicht, Junge. Hör doch auf. Ihr könnt euch doch ganz böse da wehtun. Wo wohnst du denn? Dann kann ich mal deine Mutti anrufen und ihr das vielleicht sagen. Bei euch in der Straße. Ja, das raucht, ne? Das ist nicht gut, Junge. Das kostet mein Geld, was ihr da macht. Das wird ganz böse, du. Echt? Da gibt's doch einen Nachbarn, der dich jetzt bestimmt beobachtet, was du da machst. Ne, die freuen sich alle. Da hinten winken zwei. Nicht. Ja, hör mal auf damit. Ja. Nee, also der Daniel, das geht auch ganz böse aus für den Daniel, wenn der da weitermacht. Okay. Weil das kostet mein Geld und dann muss ich da zu Daniel nach Hause gehen und muss sein Sparschwein plündern. Gut, dann sprichst du mit meiner Mama? Ja. Gut, dann nimm mal Zettel und Stift und schreibe auf. Also, bereit? Ja. Mein Lieblingsradio? Ach Gottes Willen, nein. Ja, wunderbar. Ups, rutsch gut rein.